Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So, wir machen hier noch ein kleines Dingeling. Katsching. So, ich glaube, das hier sollte doch dann eigentlich reichen. Ja, Kurve ist zu steil, du Hanswurst. Müssen wir hier wohl nochmal ein bisschen anbauen. Machen wir nochmal zwei Stückchen weiter raus. In der Hoffnung, dass es reicht. Ja, fast. So. Jetzt müssen wir hier vorne dann nur noch irgendwo einen Bahnhof hinbasteln. Ach, warte mal, vielleicht kann ich den Bahnhof auch ein bisschen anders hinbasteln. Kommt mir gerade ein Gedunkel, danke, wie auch immer. Wenn man den Bahnhof vielleicht dort unten hinbaut. Oh, da, da, ja, ich sehe schon. Wir müssen zurück, wir brauchen noch ein bisschen Material. Wir brauchen Material. Schnell ist der Weg da hinten lang. Denn viele Wege führen mich wieder nach Hause. Dies ist zwar ein gefährlicher, aber das juckt mich nicht. Ich hocke im Auto. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich am Ende von dieser kleinen Strecke dann bremse. Ja, bremsen ist da nämlich auch wichtig. Oh, wir können mal ganz kurz gucken, ob wir eventuell schon 50 von diesen Dingern da zusammengeschmissen haben. Weil theoretisch bin ich jetzt seit 90 Minuten am Aufnehmen. Nach der ersten Folge hatten wir bereits dieses komische Teil da unten. Was bedeutet, ich müsste gemäß Theorie... Nee, ich habe glaube ich noch keine 60, weil die Alu-Teile dafür nicht gereicht haben. Ne? So, hier geht's zweispurig schon weiter. Wir werden sehen. Zumindest 40 müssten wir dann haben, oder? 40? Gemäß Berechnung? 4. Really? Jo. Ja, da habe ich mich wohl um eine Kommastelle verdammt. Das kann aber jedem passieren. Das hätte sogar dir passieren können. Ja gut, auf dem Rückweg nehme ich halt dann hier die Teile mit. Ich hoffe, das sind schon genug produziert worden. Es hätte auch mal irgendwas funktionieren können, nicht wahr? Naja, naja. So, hier nicht runterfahren. Nee, nee, nee. Hatten wir schon. Ach ja, Freunde, ich muss heute Nacht rendern lassen wie ein Großer. Mhm. Ich glaube, 7 oder 8 Folgen, die ich jetzt gesamt aufgenommen habe mit Space Engineers und Satisfactory. Das muss ich dann morgen hochladen, weil sonst gibt es nämlich morgen keine Folge. Und ja, dann gucken wir mal, ob ich dann schon fertig bin mit meinem Umbau. Ich bezweifle es aber schon ein bisschen, dass ich bis dahin fertig bin. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach ja, Stahlplatten, vielleicht noch ein bisschen Beton. Und mal gucken, was hier gerade so geht. Achso, der braucht die automatische Panzerung. Müssten wir eigentlich schon wieder ein bisschen was haben, ne? Lass ich doch hier Vollgas produzieren, lass ich doch das. Mit Übertaktung und so. 15 pro Teil? Naja, guck mal. Da können wir aber ein paar abgeben. Ah! Oh, ich habe mal wieder in nicht Satisfactory, in Dings reingeguckt hier. Wie heißt es denn?
Wie hieß er denn? Dieses Spiel. Dieses eine... No Man's Sky, danke. Ja. Okay, warte mal. Eigentlich ist das totaler Unsinn, wie schnell der produziert, weil das hier ist der begrenzende Faktor. Nicht die und auch nicht die, sondern die. Das heißt, ich verbrauche pro Minute 11,25, sagen wir mal 9. Und wie viel produzieren wir davon? ...6,25. Von daher, alles gut. Raus mit der Übertaktung! Achso, hier muss ich doch gar nicht lang. Flup, flup. Stahlplatten und Beton. So, nehmen wir da 2000 mit. Und nehmen wir da auch mal so mit. So, möge reichen oder auch nicht, mir egal. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Aluplatten, wenn wir dann vordüsen. Die lade ich am besten gleich ins Auto, weil dann haben wir sie schon mal fix mit dabei. Dank, was man hat, kann man nicht vergessen, Freunde. Achso, ich hätte gleich mal nach Produktion gucken können, ob da noch alles passt. Egal. Was jetzt nicht läuft, das läuft zu einem anderen Zeitpunkt. Ist so. War schon immer so und wird auch immer so sein. Hm? Ich habe mir neulich, was heißt neulich, zwei Tage? Ja, vor zwei Tagen, hatte ich mir auf YouTube mal Kayayana, habe immer Probleme mit dem Namen, mit Worldwide was angeguckt. Das ist ja lustig. Was die Leute da für, naja, nicht Rezession, sondern hier, wie heißt das? Diese Ebay-Kommunikation. Mega lustig, aber ist halt so, ne? Es gibt echt so komische Menschen. Die fragen das wirklich. Dam, 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 dam. Ui, 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 ui. Ja, da unten geht's auch irgendwann vielleicht mal weiter. Aber ich war gerade am Überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, dort hinten dann das Nukularkraftwerk hinzubasteln. Wenn wir dann schon mal dort die Uranbrennstäbe produzieren, dann müssen wir dann das Zeug für die Wiederaufbereitung, was auch immer das dann alles ist, dahin schaffen. So, warte, ich muss hier mal eben kurz prüfen. Wie schaut's aus bei euch? Ah, dicke. Da können wir noch. Da geht noch einiges. Ach ne, da haben wir ein kleines Lager. So, pass mal auf. Der Schibunski mal da als Rinder. So, her damit. Dann können wir da eigentlich einen großen Dings draus machen. Einen großen Container. Okay, warum magst du nicht? Aber das Ganze normal. So. So, Rindezeug. So, wapp dich, flapp dich, schwapp dich, habbedebapp dich und na los. Oh, ein E-Auto, hört ihr das? Nee. Ich fahr keine E-Autos. Wisst ihr doch. Kommt mir nicht ins Haus, so eine Möhre. So, das letzte Mal habe ich ja gesagt, eventuell unter Umständen kann ich da ein bisschen was anderes machen. Bahnhofstechnisch. Eventuell. Muss ich gucken. So,
pass mal, Obacht, das da weg. Das weg, das weg. Das weg. So, das hier bleibt ja hier oben. So, ich habe keine Ahnung, wie das dann aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt dann so funktioniert, wie ich mir das denke. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. So, hier oben bleibt ja der ganz normale Fahrzeugverkehr. Warte mal, bevor ich dann hier weiter bastel, bringe ich da mal ganz schnell das Alu nach unten, damit da zumindest ein bisschen die Teile für unseren nächsten Meilenstein hergestellt werden können. Mein Meilenstein, ihr Freunde, das ist das, was wir wollen. So, ich muss mir dann gleich den Strahlungsanzug anziehen. Nicht, dass ich da Hartgas verstrahlt werde. Habe ich auch keinen Bock drauf. Obwohl, laden wir das oben ab und transportieren es nach unten. Ich kann dazu noch gar nichts sagen, ne? So gar nichts. So, pass auf, war dann hier. Na, Held vom Feld. Hey, was ist mit dir denn? Nicht schlafen. Auto nicht, müde. Auto hat keine Erlaubnis für müde. So, wupp dich. So. Und schwupp dich. So. Weitermachen. So, der Stickstoff, der reicht auf jeden Fall aus. Da brauchen wir nicht irgendwie noch zusätzliche Quellen mit anklemmen. Brauchen wir alles nicht. Ich bin ja gespannt, wie das hier alles nach Update Nummer XY, welche Nummer sind wir? 6? Wie das hier dann alles aussieht. Da ist ein gelbes Schneckchen, das sehe ich von hier. Da hinten ist auch ein gelbes Schneckchen, da oben war ein grünes Schneckchen. Also da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Da ist auch noch ein Schneckchen. So, warte mal, stopp mal, halt mal, brems. So. So. Mal diese ekelhafte Natur hier weg. Sehr schön. So. Weil wir müssen hier natürlich auch an unseren Wendehammer denken, Freunde. Der muss natürlich auch noch mit berücksichtigt und hergebaut werden. Deshalb mein Vorschlag hier. Hallo? Ein wenig in die Breite gehen. So, hier noch ein wenig nach vorne gehen. Reicht das an Breite? Ich glaube nicht. Wir müssen hier nochmal. So, dann pass Obacht. Pass mal ganz genau auf. Hier müssen wir, glaube ich, auch noch zwei nach drüben. So, dann haben wir erstmal einen Bahnhof. Ein Bahnhof. Fahrtrichtung diese.
eine Frachtplattform für Flüssigkeiten. Und dann Schienen, sogenannte. So. Jetzt baue ich hier meinen Wendehammer. So. Warte. Upsi. Hier müssen wir ein Stück weiter. Sagen wir einfach mal bis hierher. Der soll ja hier irgendwie dann anknipsen. Eigentlich. Warum tut er es nicht? Warum? Achso, weil das ein Stück ist hier, ne? Aha. Okay, warte. Haha. So schaut es nämlich aus. So, anschließend tun wir das Ding nach oben. So, das Ding kann ich ja bestimmt umbenennen in, Uranienburg. Hat keinen Strom. Uranienburg hat keinen Strom. Bitte Netzschalter einmachen. Na komm. Sehr schön, jetzt haben wir Saft. Saft. Also, ich hab keinen Jetpack. So. Nun düsen wir zu unserem Anschluss hier vorne. Und ich hoffe, dass die Steigung nicht zu steil ist. Dass ich bis da hinten hinkomme. Natürlich nicht. Wie sollte auch. So, Schiene wird ab hier zu lang. Das heißt, 5. So. Anstöpseln. Langlegen. So, versuchen wir das nochmal. Geht nicht, weil zu steil. Hä? Was machst du für Döneken hier, Kollege? Upsi, Entschuldigung. Oh, warte. Das ist jetzt alles ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Viel zu steil. Aber so. Aber so. Hoppdi-poppdi. Opti-mopti. So, das ist halt eine sogenannte Freischwebebahn. Kennt vielleicht der ein oder andere. In Japan stark vertreten, die Freischwebebahn. Und jetzt fahren wir zurück.
und werden die freie Schwebebahn einmal konfigurieren und eine Runde mit ihr fahren. Achso. Ach nee, einfach nur mal gucken, ob es funktioniert. Das mit der Lagerung, da kümmern wir uns später drum. Obwohl die erste Fahrt... Ich sollte den Bahnhof konfigurieren. Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Da habt ihr vollkommen recht, Freunde. Das hätte ich jetzt wieder voll vergessen. Und da können wir jetzt auch die Lagerung schnell mit reinmachen. Ui, ah, ups. So, warte. Eigentlich dürfte ich doch da lang schweben, ne? Theoretisch. Aber ich fahre mit dem Auto, da bin ich in Sicherheit. Geschützt. Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach, heute machen wir definitiv noch eine kleine Tour. So, und zwar, Passobacht hier, definitiv Unload. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach so ein Doppelkanister wieder hin. So eng? Jo. So, Mark 2. Und hier geht's raus. Ne, hier geht's raus. So. Passt. Gut. Jetzt aber. Die Strahlung stört mich hier im Auto echt, obwohl das eigentlich nur ein offener Käfig ist, nur die Bohne. Interessant, interessant. Das merke ich mir von meinem Studiengang. Können Sie mir vielleicht ein lebendes Objekt zur Verfügung stellen, an dem man experimentieren kann? Oh, ich sollte vielleicht mal kurzhand auf meine Uhrzeit gucken. Okay. Okay. Aha, interessant. So, Sekunde, da muss ich mal kurz zur Tür rollern. So. Muss ich mal kurz die Türe schließen, nicht, dass hier gleich jemand reingestürmt kommt und... Nee, so schlimm nicht, aber... So, hier ein kurzer Blick. Ein verstohlener Blick. Und es ist eigentlich noch relativ gut, aber ich glaube, wir werden schon einen Arm voll Schwefelsäure hier lassen müssen. Aber es geht ja, wie gesagt, jetzt erstmal grundprinzipiell darum, dass das alles so funktioniert, wie es soll. Das ist die Frage, fahren wir gleich da hinten rum? Nee, ne? Da sind wir, glaube ich, mit dem Auto um einige schneller. Denke ich. Wie schnell ist man denn mit dem Jetpack? Hat das mal einer von euch getestet im Multiplayer? Kann man ja. Also wenn du jetzt hier beispielsweise mit dem Auto so sagst, alles klar, ich fahre jetzt 52, 54, guck einfach, wie schnell der Jetpack ist. Ich habe halt keine Freunde, mit denen man sowas machen kann, ne? Deshalb brauche ich euch. Ihr seid jetzt meine Freunde. Wollt ihr Freunde sein? Oder verschieben wir das aufs nächste Mal, Freunde? Können wir eigentlich von der Theorie her dann auch auf das nächste Mal verschieben? Ich hoffe, ich denke noch dran. Wir haben jetzt noch, wie viel haben wir noch? 5 Minuten haben wir jetzt noch im Groben. Aber da muss ich auch mal eine Pause machen. Mir ist warm unter meinen Kopfhörern, ey. Scheiß Wetter. So, ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Obwohl, in 5 Minuten, da können wir schon einmal durchkacheln. So, dann gucken wir uns doch mal die Konfiguration von dem Ding an.
Erstmal noch ein Schlückchen Kaffee. Brauche ich immer vorm Konfigurieren. So, also. Fahrplan bearbeiten. Hamburg Hauptbahnhof. Fährt zu Aluhut, fährt zu Oranienburg. Änderungen speichern. Nächster Halt Hamburg Hauptbahnhof. Warum? Ah, er denkt, wir kommen von Oranienburg. Okay. So. Wir beladen unser Fahrzeug, unsere Lok, jetzt mit Schwefelsäure. Eventuell, nee, kann man nicht. Ich habe gerade so überlegt, naja, vielleicht kann man ja dann nochmal einen zusätzlichen Beladebahnhof mit dazu machen. Nee, kann man nicht. Ich habe nach hinten gar nicht den Platz, dass ich den Bahnhof vergrößere. Das ist wie in der Innenstadt, da kannst du den Bahnhof auch nicht größer machen. So, jetzt fahren wir nach Aluhut. Und in Aluhut müsste das erste Mal anhalten und die Schwefelsäure abhalten, bevor wir dann nach Oranienburg weiterfahren. Wo wir die restliche Schwefelsäure dann auspacken und dann müssten wir zurück nach Hamburg. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er macht. Nächster Halt Aluhut. Das ist schon mal gut, der Hut. Kann natürlich jetzt durchaus passieren, dass der uns die komplette Schwefelsäure abnimmt, weil wir ja, na doch, wir haben gut 2400 Liter Schwefelsäure verballert. Kann durchaus sein, dass wir jetzt dann leer weiterfahren. Dann haben wir halt eine Leerfahrt, ist egal. Aber die Schwefelsäure wird nach und nach hinten bei Uranien-Dings da voll werden. Verbrauchen sie ja momentan nicht. Und was vielleicht auch noch recht interessant... Nee, macht er bestimmt nicht. Auf dem Rückweg nochmal bei Aluhut anhalten. Macht er bestimmt nicht. Weil wir dann verkehrt rum im Bahnhof stehen. Würden, theoretisch. Ach ja, früher war das hier alles nur Landschaft. Heutzutage siehst du nur noch Metall und Beton. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt dann die Strecke fährt. Also vor allem hier, ob wir da hochkommen. Stromverbrauch ist da bestimmt nicht gering. Er kommt dann auch auf die Ladung drauf an, denke ich. Oh nein, habe ich den konfiguriert? Ja, habe ich. Sehr schön. Ha! Ich meine, klar. Ich denke ja mit, ne? So, heute eine kleine Überlänge, aber das ist alles für die Zugfahrt. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. So, weiter geht's. Nächste Haltestelle, Oranienburg. Achterbahn mit? Nee, du kannst keine Loopings bauen und so, ne? Aber da kannst du bestimmt so eine lustige Achterbahn bauen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Steigung jetzt zurückkommen. Obwohl, so steil ist das nicht, ne? Das ist ungefähr wie unten. Aber der muss da schon relativ... Der müsste jetzt dann eigentlich hier oben schon am Kipppunkt bremsen, ne? Weil sonst wird er viel zu schnell. Ups. Da muss ich dann noch mal ein bisschen nacharbeiten. Habe ich eingesehen. Ja, ja. So. Theoretischer Halt. Ausladen der restlichen Schwefelsäure. Ja, andocken brauchen wir jetzt nicht. Bitte weiterfahren. Nächste Haltestelle. Hamburg Hauptbahnhof. Los jetzt. Haben noch keine Zeit. Wir essen zeitig. Und wenn ich jeden Tag zur selben Zeit mein Essen auf den Tisch lege, ne? Dann setzt das aber was. Na,
okay, es geht, sag ich mal, ne? Das funktioniert eigentlich schon ganz gut. So, Schwefelsäure-Transport, Haken dran. Eventuell, wenn wir es brauchen, können wir dann von Uranienburg nochmal eine weitere Verbindung. Also, dass wir so eine große Ringstrecke mit der Schwefelsäure machen und die dann überall dort abladen, wo wir sie brauchen. Weil der Verbrauch ist nicht so hoch wie die Produktion, glaube ich, ne? Sehr geil, das funktioniert. Top. Da kann man ja theoretisch lauter Ringstraßen machen mit den Zügen. Und theoretisch kannst du eine riesige Ringstraße machen, wo zum Beispiel hier dann links und rechts ab und zu mal so ein kleiner, eine Parkmöglichkeit wäre, falls ein weiterer Zug, ja, obwohl, wenn die alle in dieselbe Richtung fahren, ist doch eigentlich kackegal, wenn die alle im Kreis fahren. Der eine fährt halt hier raus, weil dort Eisen benötigt wird. Der andere fährt drei Ausfahrten weiter raus, weil dort Schwefelsäure benötigt wird. Der nächste, der fährt halt in der ersten und in der zweiten raus, weil dort keine Ahnung was benötigt wird. Das würde theoretisch schon so funktionieren. So, jetzt gehen wir nochmal richtig Gas hier. Lass laufen. 160, 170, 180, 90, 200. Der steht schon auf der Bremse, aber beschleunigt trotzdem noch weiter. Okay, mit 200 Berg runter, das geht schon. Und jetzt ist ein Tier auf der Schiene. War ein Tier auf der Schiene. Jemand Lust auf Gulasch? Alter, wie der da reinbricht in Hamburg, richtig gut. Gut, Freunde. Funktioniert, finde ich gut. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüssikowski.